Eine fröhliche Reise durch den Sommer im Südwesten. Fünf Landfrauen kochen in den nächsten Wochen füreinander und gegeneinander. Sie besuchen sich gegenseitig auf ihren Höfen und wollen herausfinden, wer das beste Landmenü kocht. Bei Shazir Dina waren die Landfrauen vergangene Woche zu Gast. Sie ist die einzige türkische Bäuerin im Hunsrück und züchtet Limousin-Rinder. Obstbäuerin Susanne Reuchle lebt mit ihrer Familie im Hohenloher Land. Hier gedeihen ihre Apfel- und Kirschbäume besonders gut. Auch Christa Binder vom Kaiserstuhl stellt ihre Kochkünste unter Beweis. Vielleicht mit Kartoffeln? Denn auf ihrem Biohof wachsen 34 Sorten. Öko-Winzerin Christine Bernhardt aus der Pfalz hat den Anfang gemacht. Sie war die erste Gastgeberin. Weinbau und Kräuter sind ihre Leidenschaft. Heute führt die Reise der vier Landfrauen auf den Ospelle-Hof in den Südschwarzwald. Hier lebt Jutta Braun, dritte Gastgeberin der Landfrauen, mit ihren vielen Tieren. Gleich müssen die Rinder auf eine neue Weide getrieben werden. Die 21-jährige Tochter Sandrine hilft mit, wo sie kann. Dankeschön. Auch Seniorchef Hermann packt an. Schon vor 22 Jahren übergab er den Schwarzwaldhof an seine Schwiegertochter und seinen Sohn Martin. Das sind schottische Hochlandrinder. Und das ist unsere Molly. Die schaut immer, dass das alles passt, wenn es dann ans Umsetzen geht. Guckt, dass die Herde spurt und alle da sind. Vor 9 Jahren erfüllte sich Martin einen Lebenstraum. Er stellte den elterlichen Milchviehbetrieb auf Rinderzucht um. Komm mal, Molly. Komm mal hier. Juhu, wir Henne, erst dabei. Komm mal auf hier. Mittlerweile ist die Herde auf 20 Tiere angewachsen. Die schottischen Hochlandrinder fühlen sich im Schwarzwald pudelwohl. Bei diesen Wiesen kein Wunder. Sandrine, ist das nicht herrlich? Jetzt sitzen sie alle wieder auf ihrer neuen Weide. Und der Kleine ist direkt mitten drin, mitgerannt. Und wir mussten ihn nicht einmal tragen, wie das letzte Mal. Das war so ein Akt. Super geklappt, gell? Ja, es hat wirklich toll geklappt. Mit dem Meier auch? Ja, an der Leine halt. Auf dem Hof leben auch 2 Hähne und 49 fleißige Hühner. Das Einsammeln der Eier gehört zu Juttas Aufgaben. Ja, Hühnerli, ja, hallo. Oh Gott, du armes Huhn. Auf dem Hof, das ist schön, wenn man viele Tiere hat. Man ist nie allein, wenn man so rausgeht. Dann ist immer irgendein Tier da, das sich freut, wenn du kommst und bei dir ist und froh ist, dass es dich hat, dass du es fütterst. Ich finde es schön, mit Tieren zu arbeiten. Aber es muss einem liegen, mit Tieren zusammen sein zu wollen. Die waren sogar sehr fleißig, die Hühner. Die haben so viel Eier gelegt. Ich könnte für 30 Leute das ja zubereiten. Morgen erwartet Jutta 4 ganz besondere Gäste. Schon seit Wochen macht sie sich Gedanken, was sie den Landfrauen servieren soll. Bei 2 Dinnern war sie schon zu Gast. Die Messlatte liegt hoch. Nun ist ihre Kochkunst gefragt. Ich freue mich auf die Frauen, wenn sie jetzt kommen. Da ich sie ja schon kenne, finde ich das ganz spannend. Und ich weiß auch schon, was sie denken, was ich jetzt denke. Und sie überlegen, ob ich sehr nervös bin. Und eigentlich habe ich auch gesagt, dass ich ganz nervös werde. Aber im Moment bin ich eigentlich ganz ruhig. Ja, es geht mir gut. Das Menü steht. Es kann eigentlich nicht schief gehen, wenn mir nicht gerade das Haus über dem Kopf zusammenfällt. Wird alles gut. Auch Ehemann Martin ist für den morgigen Besuch im Einsatz. Jeden 2. Tag wird am Hof gekäst. Heute für Juttas Landmenü mit besonders viel Liebe. Martin, hast du an Frischkäse gedacht für das Dessert? Ja, gerade bin ich dabei. Ich habe gerade verschickt. Jetzt machen wir mal 4 Frischkäse. Reichen da 4? 4 reichen mir völlig, ja. Doch. Weil nachher machen wir noch Bergkäse, aber jetzt Frischkäse müssen wir gleich abfüllen. Damit er schön schmalzig und cremig ist. Als Vorspeise gibt es einen Frühlingssalat mit geraspeltem Bergkäse. Als Hauptgang gibt es gegartes Rinderfilet mit Speckböhnchen und geschabten Spätzle. Und als Dessert gibt es einen Himbeertraum à la Ute.
Martin hat sich das Käsen selbst beigebracht. Die Bergmilch bekommt er von seinem Partnerbetrieb, dem Kesslerhof. Ja, beim Bergkäse sind wir im Schnitt so 80 bis 90 Minuten am Rühren. Also ist entspannte Arbeit. Kann sich viele Gedanken machen über Brot und die Welt. Der Ospelhof ist seit 1901 in Besitz der Familie Braun. Auf dem Hof leben heute drei Generationen unter einem Dach. Nach anfänglichen Schwierigkeiten klappt das mittlerweile sehr gut, auch dank Jutta. Die Familie ist sehr wichtig. Ich bin sehr darauf bedacht, dass die Harmonie stimmt bei uns. Und wenn ich merke, es sind da Spannungen da, dann probiere ich das immer auszugleichen oder sprich dann mal mit jemand oder ja. Ich bin so manchmal der Blitzableiter, aber ich versuche das dann wieder einzurenken alles. Wie im Schwarzwald üblich gehören zu dem Hof der Familie Braun auch einige Hektar Wald. Das ganze Jahr über bindet Hermann die berühmten Reiswellen, Reisigbündel zum Befeuern der Öfen. Im Wald ist sowieso schön und das mache ich ja noch gern, gell? Und somit ist ich im Sohn und in der Jutta geholfen und ich habe meinen Spaß im Wald zum Wellen machen. Hauptsächlich brauchen wir das jetzt noch zum Speckräuchern. Früher hat man ja die Kachelofen, kennen Sie vielleicht. Und da hat man den Kachelofen geheizt und zur gleichen Zeit auch speckräuchert. Da ist ja in jedem Bauernhof, ist oben in der Scheune, eine Räucherkammer. Und somit hat der Vater eine Arbeit und darf die Reiswelle machen. Auch Jutta liebt den Schwarzen Wald. Das hat sie auf eine besondere Idee gebracht. Ich pflück jetzt gerade kleine Jungtännchen, weil ich mir gedacht habe, ich würde für die Landfrauen in die Highlanderhörner so kleine Tännchen reinsetzen, die sie dann bei sich zu Hause in den Garten reinsetzen können. Und dann bis in 10 Jahren haben sie einen Weihnachtsbaum. Ich finde, es ist einfach eine schöne Erinnerung. Bis Jutta den Landfrauen ihr Gastgeschenk überreichen kann, hat sie noch einiges zu erledigen. Für ihr Menü fehlen noch wichtige Zutaten. Zwei davon gibt es in der hauseigenen Räucherkammer in der Scheune. Mit ihrem Mann Martin macht sie sich auf den Weg, um sie zu holen. Wo macht die Tür jetzt wegen? Wird ein wenig eng. Machst du die Tür auf? Ja, mach ich. Maja, du bleibst draußen. Martin nutzt die Gelegenheit und hängt ein paar frische Highlander Salami in die Räucherkammer. Seit 24 Jahren ist er Juttas Fels in der Brandung und ihr Ein und Alles. So, Klappe zu. Können wir den Schinken mitnehmen? Ja, und den Speck noch. Für die Speckbohne brauchen wir auch. Nehmen wir gerade hinter vorne. Ja. Also wir verstehen uns einfach gut. Wir sehen uns jeden Tag von morgens bis abends und wir streiten eigentlich nie. Und ganz viele Leute sagen immer, wie wir das machen. Und der Martin, der ist eigentlich ein Mann, ein Freund, der ist eigentlich alles für mich. So, ich kann mit allem zu ihm gehen. Wir ergänzen uns gut, der Martin und ich. Für ihn gab die gelernte Hotelfachfrau ihr Stadtleben in Offenburg auf und zog auf den Familienbetrieb mit Tradition. Der Schinken hängt ganz oben unter dem Dach, jetzt eben bei uns auch die Salami. Und ist relativ weit weg von der Feuerstelle. Das, was wir jetzt gerade angefeuert haben, der Rauch geht zuerst durch den Kachelofen in der Stube, erhitzt den und dann kommt der Rauch erst hoch in die Räucherkammer. Und dann ist er relativ lange unterwegs, hat sich runtergekühlt, 25 Grad. Daher der Name Kalträuchern und es gibt eben die beste Qualität. Die letzten Stunden des Tages gehören der Familie. Gemeinsam lässt sie den Tag ausklingen. Hier haben wir Glück mit den Highlander, dass alle gleich mit sind, oder? Der kann aber reden. Ich habe auch Bedenken gehabt, der gleich, weißt du? Ja. Auch wenn er ausbricht. Bei einem typisch Schwarzwälder Vesper sammelt Jutta Kräfte für den morgigen Tag. Aber wenn die ganze Familie zusammenhält, kann ja eigentlich nichts schiefgehen. Sechs Uhr morgens auf dem Hof der Familie Braun in Hinterzarten.
Jutta ist früh auf den Beinen. Als erstes muss sie im Bauerngarten für Ordnung sorgen. Wie jede Landfrau möchte sie, dass der Hof perfekt aussieht. Jetzt machen wir es ein bisschen hübsch, wenn die Frauen kommen, dass sie meinen Wetterfrosch auch begrüßt. Der Bauerngarten ist Juttas ganzer Stolz. Trotz 1000 Höhenmetern versucht sie, Gemüse zu ziehen. Vor allem ein Gewächs liegt ihr besonders am Herzen. Schau mal, da habe ich meine Gurke. Das ist die erste Gurke auf dem Ospelerhof seit zig Jahren, wenn überhaupt schon jemals Gurken gepflanzt wurden. Aber die wird jetzt gehegt und gepflegt, damit er wird gesprochen. Und ja, eine haben wir ja schon mal, eine kleine, aber wir haben eine. Juttas Gäste gondeln durch den schönen Schwarzwald. Sie sind in Feierlaune. Schließlich erwartet sie bald das dritte Landmenü. Nur das mit dem Sekt im Bus klappt immer noch nicht perfekt. Winzerin Tine gibt ihr Bestes. Ich glaube, ich wäre nicht für den Service in der Deutschen Bundesbahn geeignet. Nein, das tut definitiv nicht. Aber ich hier nur Sekt. Rot wäre schlimmer. So, Ladies, aber einen schönen Tag. Schönen Tag. Ich freue mich. Ja. Das bevorstehende Dinner bei Jutta ist Gesprächsthema Nummer 1. Also so wie wir Jutta kennengelernt haben, herrscht sie in ihrem Haus bestimmt von einem Eck ins andere, rückt alles noch zurecht, überlegt sich's wieder anders, macht's neu. Ich bin ganz sicher, es gibt ein riesengroßes Stück Fleisch, weil ich weiß, die Jutta isst für ihr Leben gern Fleisch. Schwer. Also, ich freue mich eigentlich am meisten auf einen echten Schnaps. Währenddessen auf dem Ospelehof. Die handgeschabten Spätzle sind echte Fleißarbeit. Also, wenn Sie sich ein kleines bisschen auskennen, so in der schwäbisch-alemannischen Küche, dann wissen Sie, was das jetzt bedeutet. Und wenn Sie es nicht wissen, dann werde ich es Ihnen auf alle Fälle sagen. So nett und so gut verstehen wir uns ja, dass ich Ihnen das sagen kann, dass ich das dann nachher würdige. Sandrine, das müsst ihr mir wieder rausnehmen. Ja, mach ich. Jutta weiß, heute muss jeder Handgriff sitzen. Schließlich ist kritischer Besuch im Anmarsch. Da ich jetzt schon mich wochenlang verrückt gemacht habe und nachts nicht schlafen konnte, und dann habe ich jetzt einfach Ich habe das Menü ein kleines bisschen umgestellt. Am Anfang war noch eine Grilltomate dabei. Die hat mich aber so dermaßen in Stress gebracht, weil die muss nämlich zur gleichen Zeit im Backofen, wie eigentlich mein Fleisch im Backofen ist. Und dann habe ich das gelassen. Und von daher denke ich, das klappt jetzt. Goldengelb Kukin. Super gelungen. Das sind halt die guten Ospelle-Eier, gell? Die machen halt die Nudeln richtig. Ach, die sind ja... Super. Oh, Sandrine, ich habe mich selber übertroffen. Wunderbar, super klasse. Und dann kommen sie in den Kühlschrank und dann schwenken wir sie nachher an, wenn die Landfrauen kommen. Alles klar. Als nächstes sind die Gastgeschenke dran. Die Tännchen müssen noch in die Highlander-Hörner eingepflanzt werden. Das wird mir ja wohl auch gefallen, aber das ist ja ein schönes Andenken an den Schwarzen Wald. Die Gastgeberin ist guter Dinge. Ich bin sehr zufrieden. Es gefällt mir sehr gut. Also ich wüsste jetzt gerade gar nicht, wie ich das besser machen soll. Die Farbkombination, dieses satte Grün, das sieht doch schön aus. Je näher der Bus dem Hof kommt, desto größer wird die Vorfreude. Noch haben die vier Landfrauen keine Ahnung, wo ihr Ziel liegt und was sie bei Jutta erwartet. Ich bin ja wirklich gespannt, ob sie jetzt unten im Tal ist oder oben. Sie macht so einen Eindruck, als würde sie ganz oben wohnen. Ganz oben. Und dann hat sie bestimmt lauter Blumenkästen. Blumenkästen an die Fenster und dann diese dunkle Schindel. Nicht schlecht geraten. Während die Ankunft der Gäste immer näher rückt, muss Jutta in der Küche Gas geben. Sie hat Verstärkung bekommen von Schwiegermutter Maria, die Bäckerin in der Familie. Braucht noch
da die Landfrau schon früh auf den Hof kommen und dann kriegen die ja ein Begrüßungsgetränk. Und damit ich mir eine kleine Salatsche kippe und betrunken sind, habe ich gedacht, kriege ich sie gleich wegen Windbeutel dazu, gefüllt mit Preiselbeersahne. Am einfachsten können die Windbeutel mit einem Spritzsack in Form gebracht werden. Anschließend kommen sie bei 200 Grad in den Ofen. Und jetzt sind wir es gleich in den Ofen. Ja. Nicht heiß, gell? Ja, ja, scheiß. Einmal zwei, der verdrückt. Auf die Uhr gucken, 25 Minuten. So. Die Türen derer Zeit nicht aufmachen. Ja. 25 Minuten machen es. Zurück im Landfrauenbus. Die Landschaft des Hochschwarzwaldes hat es den Damen angetan. Was mich fasziniert, ist dieses dunkle, satte Grün, diese Tannenspitzen, die so ins Bläuliche gehen. Die haben so was, ja, was Mystisches, wirklich. Ganz toll, alles so saftig, alles lebt. Doch, sehr schön. In der Küche kommen inzwischen erneut Eier der fleißigen Hühner ins Spiel. Als Teil von Juttas Dessert, dem Himbeertraum à la Ute. Auch Martins Frischkäse kommt zum Einsatz. Sandrine ist Juttas Küchenhilfe. Gemeinsam wollen Mutter und Tochter das perfekte Landmenü zaubern. Sie verstehen sich, auch in der Küche. Sie arbeitet ja viel, da hat sie nicht immer Zeit, mit mir zu kochen. Aber sie macht es gern. Und es kommt jetzt auch immer mehr, so mit dem Alter natürlich auch, dass sie sich mehr einbringt, dass es ihr Spaß macht. Ich muss immer zu ihr sagen, Sandrine, mach mir mal dies oder mach mir mal jenes. Es macht ihr Spaß, jetzt für uns als Familie zu kochen oder irgendwas Neues zu machen. Oder sie sagt dann zu mir, Mama, komm, wir machen das Weihnachtsmenü oder wir machen das zusammen. Sandrine, schau mal, was meinst du? Das sieht schon mal gut aus. Probier mal, nimm mal einen Löffel und probier mal, ob das so gut ist, bevor wir die Himbeere dazu machen. Mmh, lecker. Gut. Sehr lecker. Gut, dann bringt Himbeere. Ja, es ist jetzt mal wieder aufs Neue, denke ich. Hoffentlich wird es was, hoffentlich verbindet sich's richtig und hoffentlich schmeckt's. Der Clou für das Dessert, kleine Baiser-Stücke. Die sehen gut aus und schmecken. Und reicht's mit der Portion? Wunderbar, also ehrlich, wie abmesse ganz gut. Die Landfrauen werden später nicht nur den Geschmack, sondern auch die Optik bewerten. Deshalb verziert Jutta ihren Himbeertraum mit einer frischen Himbeere und einem Minzblatt als Farbtupfer. Da hoffe ich natürlich, dass ich volle Punktzahl erreiche. Der Bus befindet sich auf der Zielgeraden. Die Landfrauen sind nur noch wenige Meter vom Ospellehof entfernt. Endlich können sie Jutta begrüßen und ihre Familie kennenlernen. Darauf haben sie sich schon den ganzen Tag gefreut. Hallo Schatz, ja. Schön, dass du da bist. Hallo. Zur Erfrischung reicht Sandrine einen Rosé-Prosecco. Auf einen schönen Tag, gell, den wir haben werden. Schmeier. Maya. Maya. Ja, schon wie fast wie so eine Traumlandschaft. Ja, das ist so, wie man sich Bilderbuch Schwarzwald vorstellt. Und dann hatten wir auch noch Sonne und dann diese netten Highlander da gleich am Eingang und der Hund. Und ja, ich, meine Güte, man zwickt mich, ja. Es ist so. Und sind wir Damen jetzt so, wie ihr das erwartet habt? Ja, sicher. Ja? Besser. Noch besser. Das noch werden besser. Wir hören, genau. Ja, ja. Also Mädels, noch mal ein kurzes zum Wohl. Und dann werde ich reingehen und gucken, dass wir was zum Essen kriegen heute Abend. Dann übergebe ich jetzt meinem Mann, Martin, der hat sich was ganz Nettes für euch überlegt. Ich bin ja gespannt. Und dir auch viel Spaß. Dankeschön. In der Küche geht's jetzt ans Eingemachte. Das Herzstück von Juttas Menü muss in die Pfanne. Das ist jetzt Rinderfilet. Das beste Stück eigentlich vom Rind. Und das werde ich jetzt dann in der Pfanne richtig heiß anbraten. Mit Butterschmalz, das wird am heißesten, damit sich die Poren schließen, damit das richtig saftig und weich nachher wird.
Das Rinderfilet stammt natürlich von den eigenen Hochlandrindern. Damit will Jutta ordentlich punkten. Soll ich den Herd ausmachen? Ja, bitte, mach ihn gerade mal aus. So, dann ist das gut. Das lassen wir da. Dann machen wir nachher die Soße davon. Der Thermometer in die Mitte, der uns die Temperatur misst. Und wenn wir dann, wenn das Fleisch die Temperatur erreicht hat, das zeigt uns das Thermometer an, dann holen wir das Fleisch raus. So, jetzt haben wir doch Gott sei Dank das Wichtigste vom ganzen Tag, vom Essen, vom Dinner, vom überhaupt, haben wir jetzt im Ofen. Jetzt kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Aber jetzt liegen sie gerade alle, 19 Stück haben wir gerade. Mit Muttertiere und kleinen Kälble. Das ist ja irgendwas Wildes, gell? Schickes Besuch. Und vor allen Dingen haben sie so was Ruhiges. Viele sind ganz begeistert. Sagen, wenn sie eine Stunde zugehen oder eine halbe Stunde, sind sie richtig runtergefahren. Gell? Das glaube ich, weil wenn du dem so ins Gesicht guckst, der hat so ganz gemütlich. So. Jetzt sind sie wegen weit. Das Kälbchen? Das, was da vorne steht, das ist jetzt so ein gutes Jahr alt. Und ist das ein Weibchen oder ein Männchen? Das ist ein Mädel. Das ist die einzige Rinderrasse, die ihr kennen könnt, anhand von den Hörnern, ob es Mädel oder ein Bub ist. Bei den Bullen wachsen die Hörner waagrecht raus, sind gerade. Bei den Mädels gehen sie geschwungen nach oben. Echt? Gibt es sonst keine Rinderrasse. Also, echt? Und es ist, du meinst, sie sieht nichts, gell? Aber die haben wegen der Flieger und wegen der Sonne haben sie ein langes Vorderkleid. Aber sie haben alles im Blick. Ja? Ja, sie haben alles im Blick. Wie alt ist die? Die ist 7 Jahre alt etwa. Es war der Highlight für mich persönlich, bei der Highlander zu sein. Und da kribbelt mir immer der Nasenbein. Dann kriege ich immer so ganz tolle Gefühle in mir, erwacht was. Dann lebe ich. Die waren so gemütlich, dranig, schläfig schon fast. Also, die haben wie so ganz liebe Viecher. Wenn sie jetzt nicht gerade 600 Kilo wiegen würden, dann hättest du fast als Schoßhündle nicht mehr kennen. Während die Damen mit den Zottelrindern auf Tuchfühlung gehen, sind die beiden Köchinnen beim ersten Gang ihres Landmenüs angelangt. Ich kenn machen wir ein wenig Salat noch für die Dame als Vorspeise. Und ist Sandrine als Küchenhilfe die richtige Wahl? Ich bin sehr zufrieden mit Sandrine. Sie macht es richtig klasse. Und sie weiß halt, wie sie es machen soll. Ich muss ihr nicht jeden Schritt erklären. Und von daher ist sie mir eine sehr gute Hilfe. Soll ich da einmal drin? Sandrine. Dann machen wir ein wenig Essig und Öl. Genauer gesagt, kaltgepresstes Olivenöl und Balsamico-Essig. Das muss jetzt gut durchziehen. Was hat denn Martin gerade mit den anderen vier Landfrauen vor? Gut, alles auf. Super. Dann gehen wir jetzt als erstes in Käserei, ja? Ja. Wegen Hygienevorschriften bekommen die Landfrauen ein etwas anderes Outfit. So, dann machen wir uns gerade ein wenig um den Käse verteilen. Ah, der duftet gut. Ja, wir haben erst gestern Käse gemacht. Und in dem Kupferkessel können wir 300 Liter können wir so etwa verarbeiten. Und da machen wir jetzt in 2-Tages-Rhythmus, machen wir die ganze Saison durch Käse. Warum Kupfer? Ist das besonders gut? Oder? Kupfer ist gut von der Wärmeleitung her. Die alten Senner, die schwören auf Kupfer, die sagen, mit Kupfer machst du viel bessere Käse wie mit Edelstahl. Ist natürlich nicht bewiesen, aber Kupfer macht halt auf dem Optischen her viel mehr her. Ja. Was auch schwierig ist, Reinigung. Ja, das spiegelt aber natürlich schon richtig. So, jetzt gehen wir rüber in Kosmetik. Gell? Der Kessel, der war wirklich so wie so ein Hexenkessel. Und das ist das Beste, was man machen kann, ist so einen Kupferkessel zu nehmen. Der war blitzblank, da konnte man ja, also, ja, toll. Zu viel? Ja, eins. Zwei. Drei. Fünf reicht, alles wunderbar. Super, nur nicht zu viel machen. So langsam merkt man, dass Mama nervös wird. Sie spricht sehr schnell, sie wird ganz hippelig mit ihren Fingern und alles schnell. So langsam, glaube ich, packt sie es. Aber das wird schon alles gut gehen.
Habe ich keine Bedenken. Alles wird gut. Einmal durchatmen. So, jetzt sind wir im Kosmetikbereich. Schön. Dort immer produzieren, abfüllen. Und wir haben immer die Bestrebung, neue Produkte zu machen. Und jetzt sind wir gerade noch was Neues anprobieren. Und das würde ich jetzt gern mit euch machen. Da brauchen wir ein wenig Zutaten. Ich habe schon irgendwas vorbereitet. Kosmetik machen ist wie Kuchen backen. So, was ganz wichtig ist, als nächste Zutat ist Molkepulver. Nehmen wir Maisstärke. Das klebt dann und löst sich gut auf. Als nächster Pflegestoff Jojobaöl. Kalt gepresst. Daraus entstehen Badekugeln. Jetzt haben wir noch was Feins, wenn wir mal riechen. Oh ja. Oh, die sind ganz groß. Richtig intensiv, gell? Sind das eure eigenen? Nein, die hat mein Kollege gebracht. Wir haben keine Rose bei uns, wir haben nur Gras. Okay. Aber jetzt machen wir diese Blättle, machen wir gleich klein. Von ihm hätte ich das nicht erwartet, jetzt wie ich ihn gesehen habe, dass er nur Kosmetik macht, wirklich, und mit uns dann da Badeseifen herstellt. Das hätte ich jetzt von ihm nicht erwartet. Aber es war interessant, dass Jutta's Mann da auch so in Anführungszeichen so eine weibliche Seite hat und dann in die Kosmetikabteilung mit einsteigt. Das muss erstmal ein Mann machen, ne? Hochachtung davor. Aber ich finde Männer, die ihre weibliche Seite zeigen und Frauen, die auch mal was Männliches zeigen, durchaus positiv. Die Damen sind begeistert von den Badekugeln und von Martin. Und wenn es dann wieder warm wird? Also die Kosmetikprodukte bei ihm wirken sehr gut. Er sieht sehr jung aus. Eine schöne Sahneschnitte. Währenddessen putzen Jutta und Sandrine die Scheune besonders heraus. Denn hier möchte die Gastgeberin heute ihr Landmenü servieren. Mit Sandrine als gelernte Restaurantfachfrau hat sie professionelle Hilfe. Ich habe das in der Ausbildung gelernt. Da hatten wir verschiedene Falttechniken. Und so manche sind noch hängen geblieben. Das finde ich eigentlich die schönste von allen. Doch. Banane heißt sie. Ich bin gerade am Überlegen, wo ich jetzt dieses Gewürzkräutersträußchen am besten dekorativ hinstelle. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, aber ich glaube, ich stell's einfach. Hier so rein. So, ja. Zu meinen Gastgeschenken. Tischdekoration und Gesamteindruck werden später wie die drei Gänge des Menüs bewertet. 1 bis 10 Punkte können die Landfrauen dabei vergeben. Der Tisch sollte schön und originell gedeckt sein. Mit Fellen ihrer Hochlandrinder rundet Jutta ihr Arrangement ab. Ob die Landfrau mit dieser Idee punkten kann? Ja, schick sieht's aus. Wie so ein kleiner Gorilla. Ja. Das ist wie so ein kleiner Gorilla. Toll. Das sieht doch jetzt richtig schön aus. Ja. Mm, so passt's. Jetzt könnte es dann kommen, die Dame. Jetzt kann er dann aufhören, den Martin mitnehmen. Ja. Sind okay. Wir bereit? Jetzt machen wir sind bereit. Jetzt werden wir uns in die Küche schmeißen und wäre gucken, dass wir den ersten Gang rauskriegen. Alles klar. Okay. Auch bei ihrer Vorspeise, dem Frühlingssalat mit geraspeltem Bergkäse, legt Jutta großen Wert auf eine ansprechende Optik. Die fängt schon bei der Wahl der Teller an. Den Rucola-Salat hat sie mit Himbeeressig, Walnussöl und etwas roher Zwiebel verfeinert. Aber was macht eigentlich der Hauptgang? Sandrine, das Fleisch hätte schon seine Temperatur. Ich muss sofort runterschalten. Hat schon 65 Grad. Das ist ja schon bei 64. Ich muss runterschalten. Und wir haben ja noch. Wir wären erst halb 6, gell? Wir haben erst halb 6. Oh Gott, was mach ich? Ich muss jetzt mal ganz kurz muss ich den Piekser neu reinstecken. Das so. Und dann. Also, als ich das Probenkochen gemacht habe, da hat es überhaupt nicht funktioniert. Der Braten, der war 4 Stunden drin und dann hat er immer noch nicht diese Temperatur gehabt. Und jetzt ist das Fleisch eine Viertelstunde drin und ist schon fast fertig. Unser Backofen. Macht, was er will. Der macht, was er will. Das wird schon. Das wird. Wir schalten das jetzt runter und ansonsten werden wir halt die Landfrau früher bewerten müssen.
aber halt. So, das Tor. Tor öffnet sich. Die Sessel, guck dir die Sessel an. Klasse, toll. Oh, hey, das sind ja die... Die Kollegen von unserer Anlage. Ja, Wahnsinn. Etwas ummodelliert, mit der gleiche, aber... Mit der gleichen Frisur. Die geben richtig schönes Fell ab. Klasse. Ist das so schön? Super schön. In der Küche wird's derweil hektisch. Der Aperitif muss raus. Kleinen Aperitif. Einmal Holundersirup mit Sekt und Limetten. Das ist neues Sommergetränk und heißt Hugo. Hugo. Oh, Hugo. Danke. Bitte schön. Hugo. Löst den Aperol ab. Hugo. Das ist ja. Fein. Dankeschön. Dankeschön. Cheerio. Auf der Jutta ihr Essen. Sie hat zwingig. Und alle anderen. Auf das ja. Die noch vor der Jutta. Mhm. So, bist du soweit, dass ich das Raclette machen kann? Ja. Die Mädels sind gut zufrieden da oben, glaube ich. Ja. Ich bin gespannt, wie Ihnen unser Vorspeise schmeckt mit unserem Raclette-Käse. Also optisch sieht es mal sehr schön aus. So, gerade zu, so. Ja. Unterm Käse Schwarzwälder Schinken vom eigenen Hof. Oh, da habe ich einmal die Vorspeise, Rucola-Salat mit Tomatensalat und ein Bauern-Raclette. Mm. Oh, schön. Schön. Das so, bitte schön. Danke. Danke. Vielen Dank. Bitte schön. Mm. Schön. Mm. Ja, ganz toll, dass du das machst. Guten Appetit. Danke. Gute. Wie war denn die Führung mit meinem Mann? Ganz toll. Wir waren begeistert. Ja, wir sind verzaubert von deinem Mann und auch von dem, was er macht. Ja. Was hat er denn euch gezeigt? Badekugel haben wir gemacht. Willst du unsere Hände mal fühlen? Fühl mal. Aber du weißt es ja, ne? Ganz weit. Ja. Jetzt wissen wir auch, warum das ja so gut ist, ne? Mhm. Ja, deswegen wird mein Mann immer 10 Jahre jünger geschätzt wie ich. Dabei ist er genauso alt. Nur bei ihm wirkt die Kosmetik. Bei mir wirkt sie noch. Schmiert der mehr drauf wie du? Der schmiert mir drauf. Der schmiert heimlich noch, weißt du? Mhm. Ja. Der legt sich mit dem Kopf bestimmt, wenn er am Machen ist, da voll rein. Das musst du nächstes Mal machen. Mit dem Gesicht erstmal nicht. Der setzt sich in den Rührer. Der Einstieg war dieser schöne klassische Sommersalat, eigentlich klassisch, ja. Und da kommt jetzt ihr Käse natürlich ins Spiel und der schöne eigene Schinken, der geräucherte. Rucola ist immer zum Essen schwierig, finde ich so. Es war lecker, hat gut geschmeckt. Ich hätte wahrscheinlich was anderes gemacht, aber es war lecker. Die Vorspeise mit Schwarzwälder Schinken und den eigenen Käse, also das ist einfach passend zur Landschaft und zur Gegend. Der erste Gang war erfolgreich. Weiter geht's mit dem zweiten Akt. Eier und Butter kommen in die Sauce Hollandaise. Für den Hauptgang braucht Jutta volle Unterstützung. Schwiegermama Maria kümmert sich um die Beilagen. Würdest du mir die Bohnen da anschwenken, dass wir so 5 Rösli machen, wo wir in Speck einwickeln? In der Scheune hat unterdessen die Stunde der Wahrheit geschlagen. Die Vorspeise muss bewertet werden. Wie immer nicht so einfach. Ablenkung naht. Ja, hallo ihr. Ja, hallo. Ich glaube, ihr könnt mal einen Schnaps verwagen mit dieser Temperatur, oder? Oh ja, und das ist ein bisschen kühl. Gell? Von innen aufwärmen. Aber ich glaube, ihr macht euch warme Gedanken, dann friert euch auch nicht so, oder? Ach, ein Schnäpsli hilft auch. Schnäpsli hilft auch, ja. Jetzt sagen wir, trinken wir eine Kirschwässerli. Oh, ja? Super. Schwarzwälder, ja. Ist ein Kirschwässerl. Wenn Sie jetzt noch einen Schwarzwälder dazu servieren, dann wäre es perfekt. Ein Schwarzwälder bin ich. Nein, der Torte. Sie werden eine Torte, jetzt geht's aber los. Der ist einfach cool. Also der, aber so müsse Opa sein. Ein Kirschwasser, 2 Kirschwasser, 3 Kirschwasser und jetzt noch einige mehr. Der Opa war der Krönung des Tages. Jutta kann sich von schreiben, dass er so einen Opa hat, dass er noch so rüstig ist und dass er mit uns Frauen laufen eine trinken wollte. Und das fand ich total goldig. Ich mache jetzt gerade noch die Soße für das Rinderfilet. Habe ich so ein bisschen Steinpilze eingeweicht
Und die tue ich jetzt so gleich wegen andünsten und dann so eine kleine wegen Mehl-Butterkugel dran, dass die Soße gebunden wird. Und es gibt dann so einen feinen Geschmack. Maria, kannst du mir mal den Rotwein geben? Bitte schön. Noch mit Rotwein und Sahne verfeinern und mit dem Schneebesen gut durchrühren. Fertig ist die Pilzrahmsoße. Bin ich gespannt, wie dieses Fleisch ist. Also, heute war es schon sehr aufregend mit dem Fleisch. 67, optimal. Tipptopp, tipptopp. Tippitoppi. Alles ist gespannt. Sandrine wird schon mal die Teller nachher bringen. Ja. Ah, ideal. Martin. So, ihr könnt den Teller richten. Lass uns schön heiß hochbringen. Zu ihrem Rinderfilet serviert Jutta die handgeschabten Spätzle in Bärlauchbutter geschwenkt. Dazu reicht sie Bohnen, umwickelt mit selbstgeräuchertem Schwarzwälder Bauchspeck. Die Pilzrahmsoße und die Hollandaise runden das Gericht ab. So, jetzt schnell servieren, sonst wird alles kalt. Los, lauf, Mädels, lauf. Flotti, flotti, flotti. Ja, du warst ja genau wunderklasse. Das ist ja so, das ist ja gut. Wow, die Spätzle, ich sag's euch, gut. Wunderbar. Guten Appetit miteinander. Dankeschön. Gute. Habe ich heute Mittag im Bus noch gesagt, Mensch, jetzt fällt mir das Ei, Spätzle. Hast du das Essen schon wieder verraten? Ja. Mhm. Nein, ich habe heute Mittag gesagt, hätte noch gesagt, Spätzle. Und dein Schwiegervater hat uns gerade... Hätte euch gerade einen Schnaps gebraucht? So netten Schnaps gebraucht. Mm. Und er hat gesagt, nachher kommt er wieder, spritzt sich Sahne auf den Kopf und meint, er erzählt uns, er wäre Schwarzwälder. Das haben wir ihm gesagt. Ob Juttas Hauptgang so gut schmeckt, wie er aussieht? Also, da können wir den Teller abschlagen. Ganz toll. Hätte es euch geschmeckt? Ja. Sehr. Also Mädels, ich bringe euch jetzt der Opa, oder ich sag mal, er soll noch mal kommen. Ja, genau, und der Opa. Genau. Ich könnte euch ja der Opa bringen ohne Sahnespender. Das möge ihr, ne? So ein tolles Fleisch habe ich wirklich selten. Also ich kann mich nicht erinnern, so ein Fleisch gegessen zu haben. Es hatte für mich einen leichten Wildgeschmack. Es war zart, butterzart. Zubereitung 1A, die Soße war super konzentriert. War so lecker. Ich habe wirklich ganz schnell gegessen und habe gesagt, mein Teller ist schon wieder leer, weil es einfach lecker war. Das war sehr, sehr fein. Ganz zart, butterweich. Das war wirklich ganz edel. Das Urteil ihrer Gäste war einhellig positiv. Ob sich das auch in den Punkten widerspiegelt? Aber ich glaube, war nicht schlecht. Es hat alles wunderbar geklappt, Maria. Alles es war gut. Alles super. Sie haben zu mir gesagt, ich kriege 10 Punkte von jedem, mindestens. Super. So ein super Filet. Das, also es war echt butterzart. Ja, das Essen war ganz heiß. Kommt, will ich immer Thailänder so schön streicheln an der Stelle. Ja, genau. Genau. Das wirkt sich auch sehr auf die Tiere. Und Spätzle waren auch wunderbar und Bohnen haben auch super geschmeckt. Es war alles tipptopp. Ja. Auf meine Familie bin ich natürlich ganz stolz heute, gell, weil sie mich so tatkräftig unterstützt haben. Gerade Schwiegermutter hat mir viel geholfen. Jetzt heute am Herd, wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte ich die Beilagen, glaube ich, nicht alle rausbekommen. Und dann die Sandrine, die schon den ganzen Tag für mich läuft. Und der Schwiegervater hat sich sehr um die Damen gekümmert. Auf der Neide Hermann. Ja. Also, dann dürfen wir jetzt Hermann sagen. Ja, sicher. Ja, ja. Aber ein zweiter Schnaps. Wir sind doch über 1000 Meter. Ja, genau. Die Stimmung ist gelöst und Juttas Abend bislang ein voller Erfolg. Die Gastgeberin ist erschöpft, aber glücklich. Und dann, wenn wir dieses Dessert weggebracht haben, dann trinkt die Mutti noch ein Gläschen Wein. Ein zur Gläschen Erleichterung Rotwein. Und zum Feierabend. Genau. Ja. Genau, das habe ich mir dann echt verdient. Und dann warte ich, bis du als Meinzelmännle meine Küche fertig gemacht hast. So, ich sehe gerade, ihr seid schon mit dem Opa am zweiten Schnaps. Da bringe ich euch jetzt noch meinen Himbeertraum à la Ute.
A la Ute? Wer ist Ute? Du heißt doch aber Jutta. Ja, aber eine Ute hat mir das Rezept gegeben. Ach, schön. Die kann das so gut. Und dann habe ich gefragt, ob ich das mal machen darf beim Landfrauentisch. Einen guten Appetit wünsche ich euch beim Dessert. Danke. Bei dem letzten Gang. Den werden wir haben. Also, lasst euch schmecken. Ja. Danke schön. Ja, haben wir nur ich will ja jetzt beim Essen stehen und ich komme dann wieder. Mhm. Ja? Ja? Sie warten. Ja, wartet. Nicht okay, dann ist okay. Erfrischend. Mhm. Ein letztes Mal an diesem Abend dürfen die Landfrauen essen und genießen und ihre Wertung abgeben. Mein Glas ist schon wieder leer. Also, wenn es was zu kritisieren gäbe, dann, dass es heute keine Schwarzwälder Kirschtorte gab, weil das hätte ich doch irgendwie gern gehabt. Aber alles andere war perfekt. Also das Dessert war auch ganz fein. Also diese ganz zarten Baiser-Stückchen da oben drauf auf dem Himbeermus, das war schon fein. Also es gab so ein leichtes Krachen auf der Zunge. Gute Kombination, ja. Habt ihr schon mal einen Blick hier hintergeschmissen in die Kiste? In die Kiste, Augen nach links. Ich habe hier wieder... Oh, das sind ja Hörner. Ja, das sind die Highlander-Hörner. Nee, echtes Highland. Ja, echtes Highland-Horn. So, dann gebe ich euch mal eure Hörnle. Schasia, bitteschön. Tine, bitteschön. Viel Spaß Dank. Damit. Ein wirklich außergewöhnliches Geschenk. Ja. Coole Idee, finde ich, ganz coole Idee mit den Hörnern, weil das ist, irgendwie, das ist was ganz Besonderes. Schön, einfach ein ganz tolles Gefühl. Ich freue mich, dass ich das habe, ich werde es in Ehren. Und diese Pflanze werde ich bei mir in der Hütte pflanzen, damit ich, wenn ich immer daran da runtergehe, und der Horn kommt auch in die Hütte, also auf dem Fensterbank, dass ich mich immer an sie erinnere. Noch einmal vergeben die vier Gäste ihre Punkte. Diesmal für Nachtisch und Dekoration. So, ich sammle dann die Motivkarten ein. So, good luck. Dankeschön. Ja, alles Gute. Ob Jutta sich heute mit ihrem Menü an die Spitze kochen konnte? Nicht ganz. Sie erhält 144 Punkte. Shazir liegt weiter vorn im Kochwettbewerb. Jutta ist mit ihrem Dinner zufrieden. Es ist ein klasse Gefühl, wenn es jetzt vorbei ist. Weil ich ja schon Monate mir den Kopf zerbreche, was koche ich, wie dekoriere ich, wie wird's. Und jetzt ist es einfach rum. Ich glaube, morgen falle ich in ein ganz großes Loch, weil ich gar nicht mehr weiß, an was ich denken soll. Auf einen wunderschönen Tag. Im ja, zum Wohl. Zum Wohl, auf Wohl. Auf euch, gell? Auf euch. Also, ihr seid wunderbar. Für das nächste Dinner treffen sich die Landfrauen bei Susanne im Hohenloher Land. Da darf sich Jutta wieder verwöhnen lassen. Mein Menü wird sein rote Beete Carpaccio mit gebratenem Fisch. Dann gibt es selbstgemachte Nudeln mit Wild Bolognese. Und als Nachtisch ein lauwarmes Schokoladentörtchen. Wenn es denn gelingt.